Leute und guten Morgen zu einem neuen Video. Wir haben nicht mal 6.54 Uhr, also knapp 7 Uhr. Mein Tee ist eingegossen. Ich bin jetzt übrigens auf dem Teetrip im Moment wieder, nicht mehr auf Kaffee. Und ich guck mal wie immer, ja was heißt ich schlafen, aber ich war früh wach, weil ich aufgeregt bin. Jetzt kommen die ersten Probleme. Kamera, Tee und Tür. Worum geht's heute? Wir haben einen... Man sieht jetzt schon da draußen einen Youngtimer gekauft und irgendwie fasziniert er mich. Er ist, ich will mal sagen, eigentlich nichts Besonderes. Dieser wiederum ist doch was Besonderes. Ich muss jetzt mal ein Tier aus der Hand stellen, weil ich komme sonst nicht klar. Ich wollte euch dieses Auto mal zeigen, bevor ich die ersten Handgriffe an dem Auto lehne. Da steht er, ein Nissan Primera P11 Sondermodell. Das ist ein Sondermodell mit, früher hieß das Flip-Flop-Lack. Das hat bestimmt Perleffekt-Lackierung. Wie sonstiges halt. Das ist eine besondere Edition und zwar eine STW Edition. Eigentlich ist das Auto von der Farbe her völlig original. Also die Farbe ist eine Originalfarbe, Felgen sind auch original. Das Einzige, was ist, da ist Tieferlegungsfahrwerk drin und die Batterie ist leer. Oh, nee, doch nicht. Und der hat eine echt gute Ausstattung. Ledersitze, der hat sogar eine Standheizung. Hier ist übrigens das Sondermodellschild 147 von 200 Autos. Ja, und was habe ich jetzt vor? Warum bin ich so früh hier? Warum jetzt wieder eine Kamera? Kann ich euch genau sagen. Hier ist eine, ja, das ist natürlich keine Carbonhaube, sondern eine Carbonfolie auf die Haube aufgebracht worden. Nachdem wir den Primera jetzt einmal gewaschen haben oder ich den einmal gewaschen habe, sieht der eigentlich ganz gut aus. Ich als Laie, der keine Autos foliert oder sonstiges, wie würde ich vorgehen, um zu gucken, was ist unter der Folie los oder was könnte da sein? Als allererstes weiß ich, hier vorne sitzt ein Nissan-Zeichen und ich sehe nirgendwo mehr die Punkte, wo das war. Oder genauso gucke ich, ob man hier sieht man Macken, aber man kann jetzt nicht erahnen, was unter der Haube los ist. Was ich gesehen habe, hinten ist diese Folie auch drauf. Ja, nicht lang reden, ich hole mir jetzt einen Heißluftföhn, der Akkuschrauber und schraube das mal ab und dann gucken wir, was passiert. Der Kennzeichenträger ist jetzt ab. Ich habe das soweit vorbereitet, jetzt müssen wir das Ganze gleich noch mit dem Föhn, ich habe das hier alles schon liegen, gleich mich davor setzen, das warm machen. Wir dürfen natürlich, müssen natürlich aufpassen, dass wir es nicht zu heiß machen, dass wir den Lack nicht beschädigen, aber jetzt gerade kommt die Sonne raus, was jetzt gut rüberkommt. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Lack so rüberkommt, weil es hinten gleich auf einmal lila wird. Seht ihr das? Also, boah, ich muss zugeben, das ist schon eine coole Sache. Passt einfach zu manchen Modellen, also zu dem Auto, zu dieser Zeit passt es einfach Bombe. Naja, nicht lang schnacken, was erzähle ich jetzt eigentlich? Ich setze mich jetzt hier hin und mache ein bisschen Pause. Was hier? Hallo? Keiner zu Hause? Ich muss bei euch einen Stecker reinstecken. So, ich probiere es jetzt mal, wie die Folie sich, oh, das lässt sich hier unten schon, man sieht das, glaube ich, relativ gut entfernen. Bis jetzt sehe ich noch keine böse Überraschung. Das sieht ja gut aus. Sehr schön. Hier sieht man Abdrücke vom Kennzeichen oder von den Kennzeichenträgern. Was wir jetzt als erstes machen, ist natürlich erstmal die Haube öffnen. Hier erwartet uns noch viel Wasser und dann gucken wir uns einfach mal die Kanten an und ich würde behaupten, ich fange hier vorne irgendwo an. Vorher baue ich die Ziergitter aus, also die beiden muss ich jetzt ausbauen. Hier sind ein paar Schrauben und dann setze ich mich davor, Heißluftföhn und mal gucken, was uns erwartet. Ah, das freut mich. Mich freut das wirklich sehr, dass die Motorhaube, so wie es aussieht, perfekt vom Zustand ist. Also ich sehe da gar nichts. Da hinten sehe ich noch so ein paar Klebereste. Ich glaube, das ist eine gute Folie. Jetzt weiß ich natürlich nicht, lässt sich eine gute Folie besser entfolieren oder ist eine billige Folie besser zum Entfolieren? Ich glaube aber, dass das eine etwas bessere Folie war und die sich deswegen gut entfernen lässt. So, letztes Stück Folie. Geschafft. Diese Roststelle hier haben wir ja gerade gesehen, nicht der Rede wert. Und hier ist, da seht ihr es, oh, da muss ich aber auch schon, das ist nicht mal fingernagelgroß. Die zweite Roststelle, hier zum Beispiel, das sind Klebereste, das geht weg. Genauso wie hier, das sind alles Klebereste. Hier ist ein bisschen mehr, da habe ich wohl nicht warm gemacht. Da sieht man es sehr schön, aber wie ihr seht, das geht alles weg. Hol den Klebstoffentferner und dann machen wir das auch noch. We'll be right back.
Ja, ihr habt schon viel gesehen. Micha ist dann auch gekommen. Dieses Auto ist ein Underdog, kann man hierzu eigentlich nicht unbedingt sagen, weil 98er Nissan Primera gibt es viele. Mit dem Motor, ich habe das schon gesehen in der Insta-Story, ich habe nur dieses Emblem gezeigt von den 200 Modellen der STW. Boah, unfassbare Reaktion. Community, ganze Nissan-Community ist komplett ausgerastet. Geil, 2 Liter SR oder SN-Motor, 2 Liter 16V, 150 PS, geiler Motor, wenn du Fragen hast. Und was ganz viele geschrieben haben, ich hoffe, das Modell ist in dem Flip-Flop-Lack und er hat nicht die Nissan-Pest. Denk, was denn die Nissan-Pest? Natürlich die braune Pest. Bedeutet Rost. Was ich so an Rost sehe, also die kleinsten Stellen, die ich bis jetzt entdeckt habe, noch, guck mal hier. Aber das ist ja auch wirklich nicht mehr der Rede wert. Also jetzt werden wir auch pingelig. Also ich weiß, Radläufe rosten normalerweise. Die sehen hier aber Bombe aus. Gucken wir auf der anderen Seite. Richtig gut. Ich glaube, hier könnte man sehen, dass es also wirklich nicht mal Anfangsstadion. Also hier ist noch nichts wirklich, wirklich gut. Eine Stelle habe ich gesehen beim Waschen gerade. Kotflügel links, sauber. Und guck mal hier, fängt er an. Und ich kann euch sagen auch, warum er da anfängt zu rosten. Hier scheuert der Spoiler. Also dieser Schweller, der scheuert da dran. Hier haben wir Steinschläge, hier setzt sich Dreck zwischen, Moos, Schmutz und das bleibt dann und dann greift das den Lack an. Und hier, die Stelle habe ich nicht gesehen, aber komme ich auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist die größte Roststelle, die ich hier entdeckt habe. Aber auch nicht der Rede wert, ne? Ist nicht weich, also kannst du voll eindrücken. Und genau an derselben Stelle, da wo so ein Schweller scheuert, durch Vibration reibt sich der Lack weg. Dann spritzt genau hier der Dreck hin und deswegen fängt es da an zu rosten. Aber ansonsten richtig gut vom Zustand. Und man sieht, ich habe den ja gewaschen, so ein Auto ist immer Pflege. Guck mal hier gerade auf den Achsteilen, siehst du, wie viel Schmutz da liegt? Ich kenne das immer, nach jeder Wäsche Radhäuser ausdampfen, immer alles sauber halten. Umso weniger Schmutz ihr habt in den Radläufen, umso weniger kann hier dran spritzen und sich festsetzen. Also Autopflege A und O. Aber ich finde, für 24 Jahre alt sieht der Lack Bombe aus. Ach, klar, mega. Ja, wo ich glaube, und alle haben immer Angst vor dem Nachlackieren bei so einem Auto. Ich persönlich verstehe nicht, wie dieser Effekt funktioniert. Irgendwelche Pigmente vom Lack, müsst ihr euch vorstellen, stellen sich nach oben. Von der einen Seite ist es rot, von der anderen Seite ist es grün. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Mir haben sie mal gesagt, auf Blech hat das was mit zu tun. Stoßstange ist aber Kunststoff. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Vielleicht wisst ihr es. Was aber so einen Lackstift gibt es nicht dafür, ne? Das ist eine gute Frage. Ich denke, nein. Also so typisch Marco, Autohändler, tupf, 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 geht hier, glaube ich, nicht. So, was sehen wir noch? Hier sehe ich eine Sportauspuffanlage. Das ist sogar Edelstahl. Wenn das mein Auto wäre, hätte ich das schon alles wieder gepoliert und geputzt. Edelstahl, komplett. Hier auch. Also die ist auch eingetragen von der Firma Fox. Also erst sehe ich neue Querlenker. Die sind auf jeden Fall funkelnagelneu. Die haben nicht viel getan. Hier sehe ich was. Micha, weißt du, was das ist? Boah, ne. Würde mich auch wundern, wenn du das jetzt erkennen würdest, was das ist. Also ey, den würde ich staunen. Das ist eine Standheizung. Okay. Dieses Auto hat sogar eine Standheizung. Das bedeutet im Winter keinen kalten Sack, sondern du sitzt direkt auf warmem Leder. Rechte Querlenker ist nicht neu. Zum Beispiel bei uns in der Werkstatt wäre es so, wenn ein Querlenker erneuert wird, würde ich immer beide Seiten machen. Da wird aber hier was ausgeschlagen, wovon nicht ausgeht, vielleicht Traggelenk kaputt und dann wurde einfach ein Querlenker neu gemacht, der andere nicht. Ich würde so nicht machen. Bremse sieht gut aus, Bremsschläuche sieht gut aus, kein Ölverlust. Ich weiß nicht, die Motoren, wie die sind, ob die gut sind, ob man da gute Erfahrung hat, aber das sieht alles toll aus. Rostmäßig, ich hätte keine Ahnung, wo ich hier gucken muss. Nissan-Fahrer unter euch, also die Community scheint groß zu sein. Die wissen jetzt, ah, Marco, du hast da nicht hingeguckt, aber alles das, was ich so sehe, hier zum Beispiel, das sieht gut aus. Hier ist Six, hier ist die Achsaufnahme und hier zum Beispiel, das sieht geschmiert aus, ist aber glaube ich Serie, aber auch kein Rost. Also ich sehe nichts. Hier sieht man so ganz leicht, wie er anfängt zu rosten. Siehst du das hier? Hier löst sich der Unterbodenschutz. Das müsste man mal behandeln. Da ist er ein bisschen am Rosten und ich glaube, hier scheint was geschweißt worden zu sein. Also das sieht aus, das ist nicht Serie hier. Aber ich würde jetzt nicht sagen, schlecht gemacht. Hier wird wahrscheinlich ein Blech drin sitzen. Das haben sie verschmiert. Ist auch hart. Also nicht so beigefummelt wie zum Beispiel beim Passat. Kannst du dich daran erinnern, wie da alles so zugeklebt war? Hier wurde geschweißt. Ja, da habe ich gesehen, da wurde auch was gemacht. Blech aufgesetzt. Da ist auch ein Blech. Die Kante davon, aber halt massiv. Julian, du hast ein Audi Cabriolet. Ja. Aus welchem Baujahr? 91. Denkst du, dein Auto hat Rost von unten? Gar nicht. Nein, meiner auch nicht. Meiner ist das 93. Also es gibt Autos, die rosten, gibt mir viele Beispiele. Ein Opel Astra, ein 98er zum Beispiel, haben wir einen G-Astra. Da rosten auf jeden Fall die Radläufe weg. Also es gibt überall Rost, aber dass das schon geschweißt wurde, ist für mich, für ein 98er Auto,
eher untypisch. Wenn wir so ein Auto auf der Bühne haben, aus 77 zum Beispiel, dass das geschweißt werden muss, kein Problem. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, wirklich mal einfach rüberspringe, ich sehe hier geschweißt, Endspitze. Das Auto 20 Jahre älter. Wir gehen einfach mal. Und da sieht es besser aus. Also, wenn ich mir überlege, dass das Auto 20 Jahre älter ist, sieht das im Ganzen echt besser aus. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Ansonsten, hast du sonst was gesehen? Ja, ein kleines bisschen. Haben sie hier auf der Seite schon mal behandelt. Also wahrscheinlich eine typische Stelle, aber noch nicht wirklich kaputt. Aber hier zum Beispiel, hier sieht man schön, guck mal, der Unterbodenschutz, ich mache den jetzt mal bewusst ab. Ist natürlich doof, weil der Unterbodenschutz, wie ihr seht, hat sich schon gelöst. Und wenn wir das jetzt nicht weiter behandeln würden, zieht das Wasser da drunter und es rostet natürlich weiter. Wenn wir das jetzt entrosten und nachher versiegeln mit einem guten Unterbodenschutz, der auch mal wieder hält, habt ihr auf jeden Fall Ruhe. Hier wurde das schon gemacht. Siehst du hier, das ist nicht original, das ist auch schon verschmiert, aber mit einem Unterbodenschutz, der sich nicht irgendwie abknibbeln lässt. Also, finde ich in Ordnung. Aber auch schon fettes Rohr hier. Ne? Dafür, dass es ein Saugmotor ist, ist das schon ordentlich dick. Ja, Krümmer habe ich gesehen, dass also der ganze Motor scheint so ein bisschen motorsportmäßig angehaucht zu sein. Aber ich glaube, Auspuff war jetzt nicht soundmäßig, jetzt nicht so der Brüller. Zum Thema Sound kommen wir jetzt am besten mal. Lass den mal wieder runter. Ja, da hat einer richtig gut gemeint. Hier ist ein halbes Atomkraftwerk hinten drin. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Ist so, ne? Ein bisschen klein gemacht. Da bist du. Ufzer, Ufzer, Ufzer. Aber guck mal, was da hinten dran hängt, Junge. Ein halbes Atomkraftwerk. Zieh einfach erstmal alle Kabel raus, sodass wir hier die Abteilung Atomkraftwerk hier rausnehmen können. Okay, aber eh nicht angeschlossen. Junge, aber die Plusleitung war angeschlossen. Ja, damit kannst du ein Auto überbrücken. Das war ja noch nie meins. Hast du so, ja. Du bist ja noch jünger, hast du so Bock auf so Musik, dass dir die Haare bilden? Nee. Also ich sehe den Sinn dahinter nicht in meinen Augen. Ja, aber klar, wo ist der Sinn dahinter, wenn der Auspuff laut ist? Ja, gutes Argument. Wo ich gerade sage. Also der eine sagt, ich muss das so laut haben, dass immer wenn die Haare, weißt du, das vibriert alles. Der andere will, dass hinten raus das ganze Nummernschild dröhnt vom Auspuff. Das lassen wir aus vor, aber meins ist es nicht. So, schon haben wir auch wieder einen nutzbaren Kofferraum. Das Ding können wir uns jetzt in die Ohren stecken oder was auch immer. Das ist vorne eh abgeklemmt, das ist ein Cinch-Kabel, das müssen wir am Radio abklemmen. Aber das Radio müssen wir eh abklemmen, das war die Masseverbindung. Oh. Was ist das? Ach ja, das ist das Radio. Boah. Oh, wie will ich das wegmachen? Was ist das? Euro-Rhythmens. Aber man kann sagen, was man will, geruchstechnisch echt gut hier drin. Ne? Riecht wirklich angenehm. Weil es halt kein Oldtimer ist. Ja, kein Wunder, dass hier angenehm riecht. Hier ist Duftbaum, Duftwald Vanille. Boah, das ist ausvanillet. Wie geht das denn hier aus? Auf. Irgendwie muss die Kiste doch hier zugehen. Oh, das hat sogar Touch. Ich will es doch einfach nur aushaben. Kann man es nicht reindrücken? Einfach. Ja klar, das bricht man einfach so ab. Scheiß drauf, ehrlich. Hä, ich hab doch Minus gedrückt. So, Ton aus. Radio ist jetzt halt Display. Flip. Back. Junge, Abitur habe ich nicht. Du hast Abitur. Kannst du das zumachen? Weiß einer, wie diese scheiß Radios zugehen. Wie kann man sich sowas einbauen? Das muss doch hier... Was ist das denn jetzt? Das ist die Diebstahlsicherung. Wer hat denn hier so Radio schon mal von euch besessen? Da! Besessen schon, aber... Ich hab sowas in meinem Audi drin. Du hast sowas in deinem Audi drin? Ja. Wieso kommt das jetzt wieder raus hier? Ach, Junge. Weiß ja keiner, ne? Aber da steht Close and Open. Na, jetzt wissen wir's. Wenn ich das jetzt ranstecke, geht die Kiste wieder auf. So, Video handelt heute um ein Radio. So, drück. Ach. Kennzeichen haben wir dran, ja. Was wir natürlich jetzt hier auch für einen klaren Vorteil haben, hier haben wir ein aktuelles, modernes Auto, hier haben wir eine Klimaanlage an Bord, hier haben wir eine Standheizung an Bord. Das ist natürlich der Vorteil eines Youngtimers. Ja, bei Ledersitze, das gibt es natürlich auch bei einem Oldtimer. Das liegt alles mit der Edition zusammen. Aber das Fahrwerk, merke ich jetzt schon, ist auf jeden Fall, Junge, wie ein Polo fahren. Also mir wäre das Fahrwerk auf jeden Fall zu stramm. Zu stramm? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, wir sitzen hier drin und die ganze Zeit wackelt mein Gehirn. Also mein, weißt du, was ich meine? Was ich weiß, die Felgen, diese BBS-Felgen in 17 Zoll sind limitiert auf dem Auto. Ich glaube, die Farbe dafür war die Limitierung. Also sprich, ich denke, die haben alle die gleiche Farbe, alle die gleichen Felgen. In dem Fall ist der hier noch tiefer gelegt und der andere Auspuff. Der ist natürlich auch nicht Serie. Ansonsten ist das Auto so wie innen auch alle Serie. Das war, glaube ich, früher mal grün und hier sieht man, durch Abnutzungsspuren wird das langsam schwarz. Für mich ist dieses Auto relativ neu. Für euch ist das jetzt schon, aber für viele von euch ist das schon, boah, alte Tonne. Also, das hat noch nicht den Status eines Oldtimers, ist ein Youngtimer, aber hier ist wieder ein seltener Youngtimer.
der limitiert ist. Ich glaube, wäre das ein ganz normaler 150 PS gewesen, der ist auch schon selten, wäre ich, glaube ich, aber nicht so drauf abgegangen wie auf das Auto. So, dritte Gang machen wir mal rein und gucken mal, was so aus dem Drehzahlkeller passiert. Ah, du merkst, er wird wach. Jetzt, du merkst, er macht das über die Drehzahl. Aber für 150 PS fühlt sich harmonisch beschleunigend an, aber jetzt auch kein Weltwunder, ne? Aber Drehzahlmesser bis 9, ne? Ja, aber wir können nur bis 7 drehen. Ich weiß nicht, wann der Drehzahlbegrenzer kommt. Ich glaube, mich dran zu erinnern, bei dem Premiere auf dem Prüfstand waren es bei 7,2 der Drehzahlbegrenzer. Aber was man hier deutlich merkt, das werden wir gleich auch auf dem Prüfstand sehen, dass der im oberen Drehzahlbereich seine Leistung hat. Man merkt untenrum bei 3000, 4000 Umdrehungen, wo wir gerade eingestiegen sind, ja, Tothose ist das falsche Wort, aber lustig wird der erst im oberen Drehzahlbereich. Ich glaube, diese Motoren, ich weiß gar nicht, bei Honda zum Beispiel werden die Motoren auf Turbo umgebaut, ganz, ganz oft. Ich weiß gar nicht, ob es in Nissan zum Beispiel diesen 2-Liter Motor, Mehrventiler, auch auf Turbo umbauen. Habe ich überhaupt keine Ahnung von, ob es da Umbauten gibt. Aber wäre bestimmt auch geil. Aber für das Auto definitiv zu schade. So, erste Gang rein, auf die Autobahnauffahrt und dann let's go. Lang übersetzt sehe ich. Der erste bis 70, der zweite bis 105, da kommt der Begrenzer. Und dann dritte läuft gut. Also ich glaube, das sind 150 PS, aber fühlt sich unspektakulär für mich an. Also beschleunigt, macht auch Meter, aber durch die lange Übersetzung. Ich habe mal gerade gesehen, dass der erste Gang, vielleicht machen wir mal einen kleinen Rückspuler, dass der erste Gang bis knapp 70 km/h geht. Das ist schon sehr, sehr lang übersetzt, weil er auch extrem hoch dreht. Wenn das Getriebe kürzer wäre, würde das Ganze schneller vorkommen. Bin ich gespannt. Und ich würde sagen, um das jetzt rauszufinden, wie immer, ab auf den Prüfstand. Farbe kommt im Schatten auch gut rüber? Ja, jetzt reingefahren, das ist krass. Boah, mir fehlt dieses Prüfstand immer mehr. Weißt du, woran ich das merke? Hm. Ich komme kaum aus den Autos raus. Ich muss wieder Training machen. Aber jetzt kommt die Farbe noch. Ey, das sieht jetzt aus, als wären das fünf Farben. Also mal lila wäre, ne? Ja, hier ist grün, gelb, grün, türkis, lila, blau, fast rot, Bordeaux. Boah, Junge, was geht hier ab? Ja, hier nochmal anders jetzt, ne? Ich finde für ein Serienauto ein wunderschönes Auto. Also das muss ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Prüfstand sagt, ob mein Popometer sich nicht vertan hat. Ich sag, der hat seine 150 PS. Micha, gib mal einen Tipper. 150 glatt. Meinst du, er hat sie? Bin sehr gespannt. Test 1, es ist wieder unfassbar. 172 Newtonmeter, 148,7 PS. Wir machen das natürlich jetzt. Wir sind ja an einem Prüfstandstag, also machen wir jetzt auch noch eine zweite Messung. Da kommt der Gerät immer noch mal ein bisschen mehr Leistung. Ne? Aber das, was ich im Auto schon gesagt habe, kannst du dich daran erinnern, wie ich gesagt habe, ab 5 geht die Post ab. Mm-mm. Vor 5 ist dieses, guck mal, Drehmomentband gut, Leistung auch gut. Und ab 5000 oder 4500 Umdrehung steigt unser Drehmoment und oben rum spielt sich alles ab. Also genauso wie man es auch fühlt, so zeigt es der Prüfstand. Also mein Popometer, Taco, zweite Lauf. Der Jan hat es gerade auch schon bemerkt, der hustet hinten ein halbes Leben aus. Die haben noch gar nicht gedacht, der hat erst 109.000 gelaufen. Und ich glaube, der Vorbesitzer hat den nicht so richtig gefordert, den Kleinen. Ich bin mal gespannt, was die zweite Messung ist. Wir haben ja eigentlich früher die Erfahrung gemacht, dass die zweite Messung stärker ist. Und sie ist stärker. Zwar unwesentlich, aber sie ist stärker. 149 PS. Was hat meine erste Messung? 148,7. Tja. Ein PS fehlt uns, zum Glück. Ich denke, wenn wir den jetzt noch mal ein bisschen ballern und mal frischen Sprit reinmachen und vielleicht 102 Oktan, haben wir da auch über 150 PS. Also, auch hier ist wie immer alles im Lot. Wir können uns nicht beschweren wie bei unseren 5-Zylindern. Gute Einspritzung, guter Motor, gutes Auto, alles toll. Ich finde, das Video war eine runde Sache, hat mir gut gefallen. Und ich habe euch mal mitgenommen und gezeigt, was auch vor dem eigentlichen Video passiert. Sprich, wie ich sauber mache, wie ich was entferne, etc. pp. Somit beenden wir jetzt dieses Video. Und ich freue mich, dass ich euch auch mal wieder den Youngtimer zeigen konnte. Und das sogar einen seltenen. Einen von 200. So, bis zum nächsten Video. Ciao.